Ehrlich cool gemacht. Baba gemacht. Ehrlich richtig nice. Am Sonntag, diesen Sonntag, auf dem ADR Instagram-Account wird was announced, was ich euch noch nicht verraten darf, aber was wild sein wird. Und jetzt, Freunde, müssen wir hier nach langer Zeit mal wieder der Fashion-Polizei den Weg räumen. Denn Ola Kala hat am Wochenende, ich habe tatsächlich auch eine Mail gekriegt, weil ich ihren Newsletter abonniert, um so zu gucken, was die Konkurrenz macht. Spaß. Habe ich eine Nachricht gekriegt, dass Ola Kala eine neue Kollektion rausgehauen hat. Da wir auch in letzter Zeit häufig uns die Ola Kala Kollektion angeschaut haben und auch sehr positiv gestimmt sind, was die ganze Entwicklung angeht, bin ich jetzt umso gespannter, was die Jungs auf die Beine gestellt haben. Wie immer, meine Freunde, schauen wir uns erst das Kollektionsvideo an und im Nachhinein nochmal ein bisschen auf IG. Okay, Kollektion heißt Echoes of Illusion. Was die Storyline dahinter angeht, wird Tim euch gleich noch das ein oder andere Wort dazu sagen. Und wir beginnen... Okay, so vom Namen her, würde mich jetzt nicht so krass um, aber darum geht es nicht. Mit einem Hemd, das wirklich ein unfassbar krasses Kurzarmhemd von uns geworden ist. Ihr seht es schon hier an mir. Er ist aus Denim, zwei verschiedene Farbtöne, ihr könnt es hier schon sehen. Die Linienführung von dem Kurzarmhemd kennt ihr bereits aus unserer Alien Intel Kollektion. Da hatten wir den Fleece Half Zip. Daran haben wir uns orientiert, der kam auch sehr, sehr geil bei euch an. Deswegen haben wir hier eine gleiche Linienführung genutzt. Okay, Denim, Hemd. Kurzarmhemd in so einem Blauton. Ihr wisst, mit Blau, ich und Blau sind keine besten Freunde. Ja, aber so an uns für sich. Also ich finde das Design jetzt nicht so, also finde ich kacke. Hat mich jetzt auch nicht krass oben, aber es passt halt sehr gut zu Brand ID. Passt da gut rein. Nutzt, haben das Ganze mal ausprobiert, haben gesehen, direkt heftiges Hemd geworden. Ich muss wirklich sagen, brutales Piece, oder? Ja, also ja, hier noch ein paar Details mit diesen asymmetrischen. Cool. Wir benutzen ja immer gerne die Adjektive, wo wir uns im Hintergrund immer darüber lustig machen. Welches Leute, zum Beispiel? Das krasseste Detail, was ich hier gemacht habe. Ultra krass, Bro, trust okay. me, bla bla bla. Wir erklären euch mal, warum wir denken, dass wir das so krass finden. Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Aber wir haben also einmal hier... Guck mal, ich musste... Das ist immer ein gutes Zeichen. Weil ich bin mir fast sicher, dass diese Jacke, die Tim da anhat, nicht von der Kollektion jetzt sein wird. Bitte korrigiert mich im Chat, wenn ich falsch liege. Aber nichtsdestotrotz, schaut euch mal die Jacke von Tim an und schaut euch jetzt mal das Hemd von Nico an. Du kannst erahnen, dass das dieselbe Brand ist. Du musst jetzt kein Experte sein und du musst auch kein Branding sehen, sondern allein so von diesen Elementen, die daran, wenn du das Piece analysierst, würdest du sagen, jo, es ist eine Marke. Und das haben die gut gemacht. Das meine ich mit dieser Brand-ID, das meine ich halt mit diesem... Ja, in diesem Ola Kala-Look. Was ihr seht, diese zwei verschiedenen Stofffarben quasi benutzt, weiße Kontrastnähte und halt einfach die drei Farben aufeinander abzustimmen, auch mit dem Stick, finde ich, ist richtig, richtig stark geworden. Dann haben wir hier ein bisschen diesen asymmetrischen Versatz im Bund, den ihr von uns kennt. Ja. Die Knöpfe quasi klein, nicht irgendwie so groß überdimensionierte Knöpfe. Und ja, genau, von hinten geht das Ganze auch weiter. Und was ihr hier seht, das ist hinten und vorne auch besonders, ist dieses spitze Zuschneiden von diesen zwei Stoffteilen. Und auch die Stoffe, also wir haben richtig stabil. Ich finde es immer so lustig, wie einfach Nico so ein bisschen so oberflächlich über die Sachen redet, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Da kommt Tim so rein und haut so komplett so, keine Ahnung. Digga, zu wild. Stabilen, sehr schön steifen Denim gesourced. Als nächstes haben wir die Jacke, die ich gerade anhabe. Ah, okay, die gehört doch dazu. Schade, das wäre... Aber ich glaube, die gab es schon mal so ähnlich, oder? Ihr seht einmal dieselbe Linienführung, wie wir sie auch bei dem Denim-Hemd haben. Diesmal mit Reflective Pipings, die ihr von der Reflective Fleece-Jacke kennt. Das Branding könnte mal dezenter sein. Ja, aber Bro, da sind wir wieder bei dem Thema, was ich gerade angedeutet habe. Wenn ihr das Branding komplett weglassen, dann läuft es vielleicht nicht mehr so gut. Oder, wisst ihr, ich bin d'accord damit. So, lass drauf. Wie geil diese Pipings eigentlich kommen, weil je nachdem, ob du in der Sonne stehst, reflektieren die halt. Oder nachts dann auch, ne? Genau, mit nachts Blitz. Auch geil mit Blitz okay. und so. Also, kommt echt richtig geil. In der letzten Zeit kamen die Jeans-Modelle von uns bei den Leuten eigentlich immer sehr, sehr gut an. Deswegen haben wir natürlich auch für dieses Mal eine... Ey, aber auch den Tracksuit. Ey, bis jetzt stabile Pieces. Also, dass ich das bis jetzt die beiden nicht gesehen habe, nichts anderes gemacht. Ehrlich, hätte absolut nichts anderes gemacht. Weitere Jeans gemacht, die auf jeden Fall relativ aufwendig geworden ist. Lass mich das Ding mal kurz abziehen. Ich muss echt sagen, ich finde, die Waschung ist brutal geil geworden. Sieht richtig schön aus. Das ist crazy. Wir haben ein bisschen mit Waschungen rumexperimentiert. Und ich habe jetzt auch gerade eine Jeans von einer älteren Kollektion an, von Alien Intel. Und generell glaube ich... Wir haben so okay, wir haben hier quasi eine Jeans mit sehr vielen Details, was ich schon mal appreciate. Wir haben hier an der Seite diesen Stripe. Hier sind auch noch so Zwischennähte, wenn ich das richtig erkenne. Zwischennähte so auf Stauchung angelehnt. Ich finde so, allein wie Nico die jetzt anhat, könnte die Hose minimal länger sein. Die wirkt so ein bisschen so, wenn man sich bewegt, sieht man Knöchel.
aber kann mich auch täuschen. Ich hätte diese Elemente tatsächlich weiter nach unten gepackt. Ich hätte wahrscheinlich schon irgendwo hier mit angefangen. Auch das ist ein stabiles Piece. So einen kleinen Jeans-Durchbruch gehabt, weil wir echt lange an den Jeans gearbeitet haben. Und jetzt gerade seht ihr, dass wir echt viele Jeans bringen, aber die kommen bei euch Baba an. Und hier haben wir so ein bisschen, ich würde mal, wie kannst du das beschreiben? So ein grün-gelblich leicht, aber... Ja. Auch vorher doch mal Detail mit reingepackt. Es muss das jetzt sein, aber doch, ich finde, das gehört zu Ulla Kala mittlerweile dazu. Die Overdesign teilweise. Wisst ihr, ich meine gerade hier so bei diesen Konstruktionen, aber das ist halt deren Stilmittel. Ja, es geht fast in die Richtung, aber es hat so einen leichten Stich, aber ich finde, es sieht ultra geil aus. Ihr seht ja jetzt auch gerade auf dem Fitting-Video, wie die aussieht. Was ich bei der Hose ganz besonders geil finde, ist, dass man unten, wir nennen es immer die Kiemen der Hose, weil das hier unten einfach so offen ist. Und dann Luft durchkommt. Ach, das ist sogar offen? Ah, okay. Ich dachte wirklich, das wäre eher so ein, so dass man dann quasi den Stoff einmal nimmt, umklappt und dann zunäht. Die haben da wirklich, okay, krass. Im Sommer, so als Sommerpiece, Spring-Summer-Kollektion, luftdurchlässige, ey, cool. Diese Kiemen an der Seite machen einfach den Look von der Hose so geil, weil die ist etwas breiter, aber dadurch fällt die Hose hier unglaublich schön. Ja, ihr seht ja. Dieses eine Fitbild vom Shooting, wo das, ich finde, das ist crazy. Ja. Ich hätte die Länge haben wollen. Die macht so einen Knick. Wisst ihr, ich meine, das ist so dieses, ich finde, ein bisschen länger wäre die noch stärker gekommen. Ja, da sieht man es richtig geil. Ich finde auch wirklich vom Fit her eine brutale Hose geworden. Und zwar haben wir einen Washed Hoodie gebracht. Und ich muss echt sagen, ich finde immer wieder diese Optik von diesem Washed so ultra geil, weil diese Oberfläche, dadurch, dass das Licht hier so drauf fällt, sieht es so ultra... So peachy aus. Sieht fast auch ein bisschen aus wie Velour, muss ich sagen. Ich bin ein ganz großer Fan davon. Und es gibt dem Ganzen... Also Fit ist okay. Haut mich jetzt nicht vom Socken. Er hat es einmal umgeklappt. Ich mag halt, wenn die Hoodies so ein bisschen croppter sind und wenn du den normal machst, dann ist der nicht cropped. Ich sehe da jetzt auch kein großes Washing drauf. So irgendwie so zwei Farbtöne. Finde ich ein richtig brutal geiler Hoodie geworden. Ist von den Applications und sowas drauf, ist so klassisch. Ist okay so, also hier siehst du das krasse Highlight. Von dem, was ihr von uns kennt. Wir haben hier nur mal den Stoff geändert, weil wir haben ja jetzt auch Summer Season steht vor der Tür. Dementsprechend haben wir nach einem Stoff gesucht, der etwas dünner ist, der aber trotzdem diese Qualitätsmerkmale, die uns wichtig sind, bedienen kann. Und Stand vor allem. Genau, die trotzdem den Stand einfach aufrechterhalten. Okay, was steht da vorne drauf? Ulla Kala? Und dann nochmal Ulla Kala? ...halten kann, von dem wir es von uns gewohnt seid. Und dann haben wir hier noch einen kleinen Schriftzug. Als nächstes kommen wir zum Thema Tankerinos. Und zwar können wir, ja genau, lass uns mit dem Wash Tanktop anfangen. Passt eigentlich perfekt zu dem Pulli, zu der Optik. Hier haben wir ein weiteres Tanktop. Ihr habt ja jetzt in letzter Zeit gemerkt, kamen einige Tanktops bei uns raus. War die bestes Piece ist jetzt sehr stark. Nachfrage auch sehr, sehr groß. Dementsprechend haben wir sehr starkes Tanktop. Uns da noch ein bisschen breiter aufgestellt. Hier haben wir ein Tanktop mit der Washed-Optik. Vorne. Die Waschung sieht hier sehr gelungen aus. Ich finde die Zwischennähte hier sehr gelungen, auch von hinten, Baba. Lakala, okay, kann man jetzt darüber streiten, ob das jetzt hier draufstehen muss, aber es ist halt deren Ding. Ist jetzt mein Favorite Piece. Ein Stick drauf von uns und wir haben vor allem hier auf der Rückseite mit den anatomischen Linien gespielt. Die Rückseite, wunderschön. Also Rückseite ist wirklich krass. Hier das sieht schon fett aus. Sieht sehr geil aus. Ich find auch wieder diese Washed-Optik, die kommt hier unglaublich geil. Weil es so eine, fast so wie so eine... Also wirklich, ey, taugt mir. Tone-Mäßigkeit hat. Also finde ich ein ultra stronges Tank. Und dann haben wir noch drei weitere Tanktops. Und zwar dieses Mal aus einem etwas sommerlicheren Waffle-Piqué-Stoff, nennt sich das Ganze. Es ist im Prinzip, so geiler Stoff. Ihr kennt ja Polo-Shirts. Das ist das. Ja, die sind auch nicht schlecht, aber ich sag dir ehrlich, dieses Washed, der ist es. Piqué-Stoff und dann gibt es hier sozusagen, der ist wie so aufgepafft einfach. Da ist ja die Rippe. Habt ihr normalerweise bei einem Rippstoff geht so von oben nach unten, so wie es jetzt halt hier ihr seht. Das geht so von oben nach unten so länglich. Und bei dem Waffle-Piqué ist es halt quasi wie so einfach viereckig. Mal ein etwas aufwendigeres Piece, wenn nicht das aufwendigste Piece der Kollektion. Da ist eigentlich mehr so dieses, wir wollen zeigen, was wir können. Es ist, wenn ihr es jetzt mit einer Uhrenbrand vergleicht, die machen auch immer krass aufwendige Uhren, die jetzt vielleicht nicht so krass für die Masse sind. Aber die wollen einfach zeigen, ey, was können wir. Das ist das Piece mit der geringsten Stückzahl. Das riecht. Wir machen, was können wir tun? Aber jetzt bin ich mal gespannt. Da gucken wir natürlich genau hin. Wo sind die Skills? Und diese Hose fällt ungefähr so in diese Kategorie. Weil das ist auf dem ersten Blick eine unscheinbare Hose. Aber wenn man genauer hinguckt, was die Hose alles kann, beziehungsweise welche Funktionen dahinter stecken, ist es auch... Ja, jetzt kommt Tyke Hedibums. Auf jeden Fall sehr, sehr krass. Wir reden über kompliziert und krass und bla 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 wieder hier ein bisschen Facts dafür. Wieso ist diese Hose so kompliziert? Stopp, Jungs. Ich muss die zwei kurz unterbrechen und selber ein paar Worte über diese Hose verlieren. Zip of Pants, wie der Name schon sagt. Sich da der Tim verrannt?
lässt die sich ab. Okay, wir hören trotzdem zu. Sippen. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern dreimal. Aber man kann die eben als kurze Shorts tragen. Okay, kurze Shorts, Dreiviertel-Shorts, Shorts, ihr wisst. Man könnte sie als Dreiviertel-Hose tragen, als 7/8 oder als lange Hose. Zusätzlich besteht aber auch die Möglichkeit, dass man diese einzelnen Parts, eben weil dieses Hosenbein gerade verläuft, kann man diese Parts unterschiedlich anordnen. Das heißt, man kann, wenn man die nicht ganz kurz tragen möchte, kann man die hier oben absippen und sich das unterste Teil dort einfach die 10-in-1-Hose ranmachen. Das heißt, man hat keine knappe Shorts, sondern eine normal lange Shorts, nicht so Hotpants. Wie gesagt, man kann es aber auch ganz kurz tragen. Man kann die Mittelteile, die beiden, kann man unterschiedlich anordnen. Man könnte dieses Endstück auch hier ranmachen, dann trägt man sie eben, wie gesagt, als Dreiviertelshose. Also man hat da zig Möglichkeiten, sich die Hose anzupassen. Man kann das linke Hosenbein anders gestalten wie das rechte. Im Teil sozusagen über den elastischen Kordel so ein bisschen am Knie zusammenziehen. Das heißt, die schlägt nach unten wieder auf, mehr wie so eine... Okay, ich will aber das Ding jetzt einmal angezogen sehen. Flared Pants am Hosen. Also in kompletter Montur. Und gibt es eben auch wieder die Einstellmöglichkeit. Ey, klar, wir haben irgendwo angefangen mal Merch-Produkte. Okay, ich will die Hose jetzt einmal in so einem... Aber machen wir gleich. ...rauszubringen, aber... Instagram-Check mir gleich. Wir wollen auch... Aber ey, Idee cool. Und ihr wisst, ich bin eh voll der Fan, so dieses mehrere Pieces in einen zu haben. Deswegen, ey, mich kann man damit catchen. Zeigen, wir sind mittlerweile. Aber so letztendlich, wenn die getragen scheiße aussieht, dann sieht da scheiße aus. Sie hatte sie eingeblendet und ich war einfach nur zu dumm? Wenn nicht, ne? Ah, ja, okay, gerade. Diese kurze hat er doch gezeigt. Aber wir gucken gleich nochmal detailliert. Weil an dem Punkt angekommen, wir machen das jetzt schon mehrere Jahre und wir haben auch diverse Skills uns aufgebaut. Egal, ob der ein oder andere uns vielleicht belächelt dafür oder nicht. Aber wir können auf jeden Fall zeigen, ey, wir bekommen so ein komplexes Teil auf jeden Fall abgebildet und auch rausgebracht. Nee, also ich muss sagen, dafür belächelt, also. Ich weiß nicht, wer die belächelt, aber ich finde, so rein so von der Kommunikation nach außen, ich glaube, die beiden Jungs sind einer der, also von dieser Bubble, ne? Die mit am besten aufgestellt sind. Also wirklich. Ich glaube, so rein so, was ich so sehe, ich kriege auch nicht viel mit, ne? Ich kriege das, was ihr seht. Ich finde, es macht schon so einen gut aufgestellten Eindruck. So mit, ja, okay, wir haben Schneider in-house, wir haben einen Creative Director, weißt du, das. Kann natürlich auch sein, dass sie so ein bisschen ne? so ein Image aufbauen wollen, aber ich kaufe denen das ab. Also ihr werdet jetzt hier auch wieder eingeblendet sehen, wie das Ganze aussieht. Ihr wisst, ich bin ein unglaublich großer Kurzarmhemden-Fan. Wenn man im Sommer unterwegs ist, finde ich das einfach das geilste Produkt, was man tragen kann. Facts. Weil das ist irgendwie gechillt, es ist luftig, es ist aber trotzdem irgendwie... Ein Kurzarmhemd hat folgenden... Was Nico gerade versucht zu sagen, ist folgendes. Im Sommer... sich stylisch anzuziehen. Immer problematisch. Warum? Weil du weniger Layering-Schichten hast. In der Regel. Ja? Also im Winter, wie gesagt, du ziehst ein T-Shirt an, darüber einen Zip-Hoodie, darüber eine Jacke, dann noch einen Schal, dann noch eine Tasche und du hast auf einmal so direkt diese Zwiebel-Ding, weißt du? Und dann hast du natürlich ein aufregenderes Outfit. Das fällt im Sommer weg. Warum? Meistens diese Hose an, T-Shirt. That's it. Aber mit so einem Kurzarmhemd, klar, kannst du das jetzt auch ne, ohne nichts runter anziehen. Aber in der Regel ziehst du darunter ein Tanktop, ein T-Shirt, was auch immer an und hast dann so durch dieses Zweidimensionale. Und das ist der Riesenvorteil bei einem Kurzarmhemd, weil die dadurch nicht wärmer ist als mit einem normalen T-Shirt. You got it? Du willst weitermachen mit der Jack. Ich finde, es ist eine unglaublich krasse Jacke. Da muss man aber auch zweimal hingucken, um das zu erkennen. Es ist eine Köperjacke. Die hat wieder wirklich sehr, sehr viel mit unserer Handschrift zu tun. Gerade was die Linien angeht, sieht man hier schon auf den ersten Blick, okay, hier gehen wieder die Linien so nach oben. Aber was das Krasse ist bei der Jacke, finde ich tatsächlich den Ärmel. Du faltest den einen gerade schon auf. Diese Linien, die hier über den... Ist das eine Denim oder eine Workwear-Jacke? Den Ärmel verlaufen. Das sieht aus wie ein bisschen so wie Wayne's. Und ich muss echt sagen, ich finde das ultra krass. Das ist aber so ein Detail, das fällt einem vielleicht erst auf den zweiten Blick bei der Jacke auf, wenn man so auch mal... Ah, ich habe auch eine Ola Kala Denim Jacket und ich sagte euch ehrlich, die Knöpfe gefallen mir nicht. Ich mag nicht so diese hohen Knöpfe, wisst ihr, ich meine? Feier ich nicht. Aber ansonsten, das ist ein Mini-Detail, ne? Also, wann machst du mal so Knöpfe zu? Boah, die Jacke ist stabil, ey. Wenn man nach innen guckt, es ist richtig, richtig heftig gemacht, die Jacke. Wir hatten ja in der Vergangenheit sehr, sehr oft also relativ boxigen Oversize-Fit. Den hatten wir dann mal überarbeitet in der CC2-Kollektion hatten wir unser Stimmt, erstes... vor zwei Jahren. Ja, da hatten wir unser erstes so... Regular-Fit-T-Shirt rausgebracht. Und wir sind gerade tatsächlich wieder eher so auf dem Trip, dass wir sagen, wir wollen einen etwas reguläreren Fit. Klar, jetzt nicht irgendwie so mies eng anliegend. Wird auch Oversize weitergeben, aber ich glaube, wir beide haben einfach gerade so eine Phase, wo wir sagen, wir tragen mehr Regular. Safe.
sehen wir auch, dass Leute das auf jeden Fall auch tragen wollen. Ja, beides gibt es so für beides Dinge, aber ich glaube gerade so, also du und ich, glaube, wir freuen uns immer, wenn ein neues Regular-Shirt kommt. Safe. Also ich finde den Fit unfassbar. Krass. So, ja, verstehe ich schon, aber würde ich mich entscheiden müssen zwischen Regular Fit und Oversize, ich würde immer das Oversize nehmen. Angenehm von den T-Shirts hier haben wir einmal auch wieder so eine Washed. Also ich feiere aber mittlerweile auch so diese Turbo-Oversize-Dinger. Variante, wie ihr es von dem Hoodie gerade gesehen habt, natürlich auch von dem Artwork daran angelehnt. Und dann haben wir noch zwei weitere, und zwar einmal in einem rosa Farbton und einmal in einem weißen Farbton. Hier auch nochmal mit einem anderen Artwork drauf. Also eigentlich relativ selbsterklärend, ein paar chillige Summer Tees. Ich habe bis jetzt echt nichts zu meckern, ne? Die ihr jetzt bei den hoffentlich bald gut werdenden Temperaturen easy rocken könnt. Ja, Regular Schnitt heißt... Da war wirklich noch kein schlechtes Piece dabei. Das war alles sehr solide. Es ist nicht, dass wir einfach einen Standardschnitt genommen haben und gesagt haben, oh, das ist jetzt unser Regular Fit, sondern es soll... Ich meine, klar, das habe ich ja gerade schon angedeutet. Das ist alles jetzt nicht so, zumindest printtechnisch und so, jetzt nicht so, oh mein Gott, die haben sich getraut, einen Dickpick auf einen Hoodie zu tun. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist so, schon so play it safe. Deswegen gibt mir das so low-key diese Basic-Kollektion-Vibes. Aber dennoch in sich schlüssig, macht Sinn, gut aussehen, paar Details, bisschen Branding, nicht zu viel. Regular aussehen, nicht oversized. Dementsprechend, klar, das hat auch einiges an Zeit gekostet, bis wir da mal einen Schnitt gefunden haben, wo wir gesagt haben, ey, der gefällt uns wirklich sehr. Der ist immer noch, würde ich sagen, im Vergleich zu anderen Regular-Schnitten, ist der immer noch ein bisschen mehr oversized. Mhm. Aber hat auch nicht mehr die krassen Drop-Shoulder. Also die Schultern sind auch zurück, dass man einfach... So eine angenehme Mitte einfach. Genau, so eine wirklich angenehme Mitte, wo man halt... Wir reden einfach immer noch über einen Regular-T-Shirt, wie das fittet. Ich finde die so geil. So, wenn du sportlich bist, dann nimmst du das mit, aber es ist nicht dieses Hautenge, was ihr sonst so kennt. Deswegen guckt euch einfach die Bilder an und ja, man sieht, ja genau, man sieht es einfach. Ist ein richtig geiler Schnitt geworden, finde ich. Also ich liebe den. Wer lieber etwas mehr Oversize trägt, kann hier... Er hat selber kurz geschenkt. Ich habe ein bisschen übertrieben. Regeln und einfach eines. Über ein normal geschnittenes T-Shirt zu quatschen. Einfach Philosophie. Das heißt, größer nehmen, genau. Dann fällt es natürlich... Immer noch nicht vorbei. Mal ein bisschen überleg mal. Die machen immer noch diese so, ja, wenn du willst, kauf nochmal größer. Dann fällt ein bisschen Oversize aus. Damit die Leute, die Oversize-T-Shirts fühlen, ja, nicht abgeschreckt werden. Bro, man kennt doch die Moves. Anders. Also, damit fahrt ihr auf jeden Fall easy. So, wollen wir jetzt noch auf eine Sache eingehen, die jetzt rausgekommen ist, die im Zuge dessen aber noch nicht von uns präsentiert wurde. Und zwar unsere Fuzzy Knits, die wirklich... Okay, die sind zwar schon online, gehören nicht zur Kollektion, aber da die noch nicht präsentiert wurden, weil es wahrscheinlich nur ein paar Pieces sind, kommen die nochmal drauf. Ich bin so ein heftiger Fan von den Dingern, weil ich die einfach brutal geil finde. Erstmal grundsätzlich... die Basis davon ist ja, ihr seht ja mit dem Kragen und so, ne, von so einem Polo-mäßigen Shirt, also das heißt etwas schicker. In der Synergy-Kollektion haben wir dann den blauen Fuzzy rausgebracht, kam auch sehr, sehr geil an. Okay, ich check das Produkt. Ihr wisst alle diese Mohair mit ohne Knöpfe. Ich weiß nicht, welche Brand war das? Irgendeine Brand hatte doch mal crazy Hype, war das Kapital oder so? Dann gab es sie eine Zeit lang, so auch schon letztes Jahr gab es sie überall. Zara hat die gemacht in so einem Blauton und keine Ahnung. Cooles Produkt. Jacquemus, danke, Jacquemus war's. Ja, Mann, Jacquemus hat das Hype damit gehabt. Noch ein übelster Fan. Nee, das war Jacquemus. Ja, die Dinger mäßig. So, ein auf den. Cooles Piece. Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns da noch ein paar Colorways machen. Und ich finde wirklich, wenn ihr das Piece anzieht, das ist wieder diese Mischung. Ihr könnt es etwas sportlicher tragen und es kommt nice. Ihr könnt es aber auch etwas vornehmer tragen und es passt auch genauso gut rein. Also was mir bei diesen Pieces fehlt, ich kann aber auch verstehen, warum die es nicht gemacht haben, weil das macht halt Jack. Deswegen so, ne, so eine eigene Linie ist auch geil. Aber ich feiere die halt in so einem pappigen Ton. Gelb, rot, meinetwegen auch ein Blau. Weißt du, das muss so puff. Aber nichtsdestotrotz, rein vom Design her, muss ich sagen, gefällt mir das Ola Kala besser als das von Jack. Die haben noch so ein bisschen so verschiedene, ich weiß, ich habe es noch nicht erkennen können, ob das ein anderer Stoff ist, ob der auf links gedreht wurde oder was da passiert ist. Oh, die Jungs machen einen guten Job. Ich kann mich leider nicht mehr so an die vergangene Kollektion erinnern, die wir uns jetzt von Ola Kala, auch jetzt schon länger her, angeguckt haben. Ich weiß, so Tendenz ging für mich eher nach unten, bin ich ehrlich zu euch. Das war so, die fangen an mit Brand, kommen hoch und es geht ewig wieder down. Aber jetzt, das Ding gefällt mir sehr, sehr gut. Und ihr seht auch hier, auf dem Teil. Es fühlt sich unglaublich weich und kuschelig an. Wirklich ein geiles Teil. Mhm. Ist jetzt aber auch nicht so, dass man sagt, okay, man kann das jetzt nur im Winter tragen, weil es ist trotzdem noch so locker genug, dass ihr das auch an so einem Sommerabend tragen könnt. Mhm. Und ihr habt hier unterschiedliche Höhen von dem Fuzzy. Das heißt also einmal. Ah, okay, das ist so ein bisschen geschoren dann. Kannst du es nicht erkennen. Das sah ein bisschen aus, vielleicht haben wir es auf links. Wisst ihr, ich meine, schon cool gemacht. Ehrlich cool gemacht. Da
Baba gemacht. Ehrlich, richtig nice. Ist hier etwas kürzer, dann ist hier etwas länger. Da habt ihr auch wieder so eine schöne Linienführung drin. Genau, so dieses Organische, wavy, was ihr so von uns kennt. Genau, ein bisschen wavy hier auch mit dem Schriftzug. Ist sehr geil passend. Also ist für das ist halt getrimmt mäßig. Mich von allem, wie es zusammenspielt auf dem Piece, wirklich brutal geworden. Damit ihr auch noch einmal ganz kurz versteht, wie dieses Piece überhaupt gemacht ist, dass diese unterschiedlichen Höhen von diesen Ist das auch ein... Also ist das der Creative Director? Ist das einer vom Team? Ist das ein Typ, den ich... Influencer, den ich aber nicht kenne? Die den Harling zustande kommt, haben wir hier Moritz, unseren Textil... Ich muss einfach mal ein bisschen zuhören. ...unterschiedlichen Höhen von diesen verschiedenen Harling zustande kommt, haben wir hier Moritz, unseren Textiltechnologen, der das einmal kurz erklären kann. Bruder, die haben einen Textiltechnologen. Oh, genau das meine ich damit. Einfach einen Textiltechnologen. Bro. Ey, die Jungs machen einen guten Job, echt. Ja, genau, also das ist eigentlich, viele denken immer, das wird abgeschoren, wird abrasiert, dann müssen wir aber mit Schablonen arbeiten, würde irgendwie auf, sag ich mal, bei der Stückzahl würde es irgendwie zu Ungleichmäßigkeiten führen, das eben... Ja, weil das ist ja dann irgendwie auch Handarbeit, so, okay, get it. In dem Piece, bei unseren Fasinets wird es so gestrickt, man hat einmal diesen haarigen Garn, Flauschgarn oder Bauschgarn, wie man es sagen möchte, und einen nicht ganz so haarigen Garn, das wird... Okay, aber dann check ich nicht, wird es dann zusammengenäht? Es muss ja dann zusammen... Wenn du zwei verschiedene Garne hast... Oh, da hast du ja Todesverschnitt. Dann hast du ja bei dem Muster Todesverschnitt. Also ich habe es jetzt nicht gecheckt, aber ich muss ihn ausreden. Dann sozusagen am Stück gestrickt, da switcht sozusagen der... Ah, das ist krass! ...der Garn im Pattern, um zu garantieren, dass da jeder... Ihr müsst euch vorstellen, wenn der Garn zusammengeflochten wird, so hab ich das verstanden, switcht. Bro, ich kann es doch nicht mal erklären, ja? So, wie machen die das? Ah, nee, ich hab's gecheckt. Ihr müsst euch vorstellen, das ist quasi so wie, denkt an einen Knit. Denkt an einen Knit, der durch verschiedene Farben ein Muster innehält. Versteht ihr, wie ich meine? So ist das, nur dass dann die... Das ist der letzte Moment, der mir fehlt. Entweder ist es die Länge, die gechanged wird, dass sie ein anderes Garn nehmen, mit einer unterschiedlichen Länge an Hairiness. Das muss sein. Was anderes geht nicht. Geiler Typ. Danke. Geil. Dass ihr so vielleicht einen Einblick darin bekommt, wer alles an sowas arbeitet, weil man denkt immer, der Designer macht die Zeichnungen und so. Leute wie Moritz sind super wichtig, weil er kümmert sich um die Umsetzung. Wie kriegt man so ein Teil richtig stark umgesetzt? Und all die Sachen, die krass. Überlegungen, die ihr gerade hattet. Echt, wirklich. Also preislich sind die gar nicht drauf eingegangen. Wir gucken jetzt noch ganz, ganz, ganz kurz auf Instagram vorbei. Aber ansonsten checken wir uns natürlich den Shop-Abo. Das machen wir. Wir gucken nur ganz kurz. Ich will einmal die Kampagne zu der Kollektion sehen, weil die machen auch immer gute Kampagnensachen. Ja, diesmal mit so einem, ein bisschen langweilig. So auch unspektakulär irgendwie so in die Szene gesetzt, so mit diesem Vorhang, Gardine, was auch immer. Ja, kann man machen. Ich finde, aber wirklich, ich muss wirklich sagen, dafür, dass Ola Kala so gute Arbeit macht, haben die irgendwie nicht so diese Wave. Und ich frage mich, warum? So, ich will denen jetzt nichts absprechen, aber die sind ja auch schon big, Bro. Die haben einfach 200.000 Follower, was geisteskrank ist. Und wenn andere Brands mit 200.000 Follower so droppen, dann wäre hier so, weiß ich, 30.000 Likes und wo du denkst so, Bro. Weißt du, was ich meine? Aber das, ich finde das aber authentisch. Weil das wirkt nicht so auf Krampf, das wird nicht so gespielt, das wird irgendwie nicht so auf so, yo, wir mobilisieren jetzt jeden Einzelnen, damit der was kommentiert, sondern es ist einfach präsent. Okay, diese Bilder machen wir jetzt nicht. Ja, egal. Ich finde, Shooting hat nicht schon deutlich bessere. Also damit meine ich nicht den Stuff, sondern irgendwie Shooting machen die eigentlich immer voll gut. Das fand ich jetzt ein bisschen unspektakulär, juckt aber auch keinen. Wir gucken uns jetzt hier die Bilder an. 45 Euro Tanktop, stabil. Ich finde, dieses Tanktop mit dem, okay, ist anderer Stoff, ne, hat er ja gesagt. Das ist mein Favorite Piece. Oh, das Piece ist sehr krass. Hinten gefällt mir das sehr, sehr gut. War schon cool. Ich hätte das Ola Kala, wobei doch hier in Weiß ist eigentlich vollkommen legitim. 45 Euro, teuer 45 Euro für Tank. Das ist voll genau. Dann die regulär geschnittenen T-Shirts. Ich muss ehrlich sagen, das ist mein least favorite Produkt, wobei ich es auch nicht schlecht finde. Aber so vom Fitting haut sich nicht so um. Aber immer noch absolut stabil. T-Shirts stabil. Hemden cool. Jedes hat so ein bisschen Spezies. Schade, dass es nicht das in Schwarz gibt. Das hier
auch detailreich, Jacke cool. Es ist an und für sich eine sehr stimmige Kollektion, kann ich nicht anders sagen. Und auch diese Hose gefällt mir cool. Natürlich haben die da ein bisschen gepusht, keine Frage, aber ist natürlich auch spannend, hier mit diesen ganzen Elementen, die man so sich so ein bisschen zurechtschneiden kann. Hier auch nochmal diese Key mit aufgegriffen. Ey, Jungs, guck mal, hate it oder was auch immer, aber das ist ein strammes Ding. Da braucht man nicht groß rum reden. Da braucht man jetzt absolut nicht. Ja, aber das ist eine YouTuber-Brand. Bro, nichts. Stop it. Das ist eine stabile Arbeit vom ganzen Team.